Jeder kennt die Situation, einmal einen Notruf absetzen zu müssen. Doch was passiert eigentlich danach? Wir beginnen einmal ganz simpel. Stell dir vor, du siehst ein brennendes Haus und setzt sofort den Notruf ab. Du wählst die dir bekannte Nummer, 112, und erklärst der Leitstelle die Situation. Kurz darauf ertönt bereits im ganzen Dorf ein lauter Ton, die Sirene. Das alarmiert die Einsatzkräfte, die sich sofort auf den Weg machen. Natürlich können sie nicht einfach in Jeans und T-Shirt zum Einsatz fahren, sondern brauchen eine spezielle Schutzkleidung. Dazu gehören natürlich erstmal Hosen, Jacken und Handschuhe. Brandfest, logischerweise. Ganz besonders wichtig sind auch die Schuhe. Das sind Stiefel, die mit einer Stahlkappe ausgerüstet sind, damit der Fuß nicht verletzt wird. Und als letztes noch der Helm. Er ist mit einem Visier als Schutz für die Augen und einer Taschenlampe für eine bessere Sicht ausgestattet. Und schon geht es los. Die Einsatzkräfte steigen ins Feuerwehrauto und mit lauten Tatütata und Blaulicht machen alle Platz, damit die Feuerwehr so schnell wie möglich an ihren Einsatzort ankommen kann. Dort angekommen, stellt sich zunächst die Frage, wie die Wasserentnahmestelle denn eigentlich aussieht. Entweder ist es ein Unterflurhydrant oder es ist ein offenes Gewässer. Das Standrohr wird in den Unterflurhydranten reingesetzt und mit dem dazugehörigen Schlüssel wird das Wasser aufgedreht. Beim offenen Gewässer benötigt man mehr Geräte. Zum einen den Saugkorb. Dieser wird mit Hilfe von Kupplungsschlüsseln mit den Saugschläuchen an der Pumpe befestigt. Damit in den Saugkorb kein Dreck hineingelangt, was den Wasserzufluss beeinträchtigen könnte, wird um ihn herum nochmal ein zusätzlicher Saugschutzkorb befestigt. Dabei ist es besonders wichtig, dass sowohl der Saugkorb als auch die Saugschläuche mit Leinen gesichert sind, damit sie bei Strömung nicht einfach davonschwimmen. Von der Pumpe aus wird das Wasser weiter in Richtung Verteiler gepumpt. Der Verteiler ist eine der wichtigsten Armaturen der Feuerwehr. Das Wasser wird, wie der Name des Verteilers schon vermuten lässt, verteilt. Es gibt drei Abgänge. Das erste Rohr, das zweite Rohr und das dritte Rohr. Die Kugelhähne sind für das Öffnen bzw. für das Schließen der einzelnen Rohre zuständig. Von dort aus geht es dann weiter in Richtung Strahlrohr. Wichtig ist hierbei die Schlauchreserve. Sie ist dazu da, dass der Druck des Wassers nicht mit voller Geschwindigkeit vorne bei den Einsatzkräften ankommt. Sonst könnten diese das Strahlrohr nämlich nicht mal mit zwei Personen festhalten. Das Strahlrohr besitzt drei verschiedene Einstellungsmöglichkeiten. Vollstrahl, Sprühstrahl und Halt. Diese werden anhand der Hebelstellung deutlich. Hebel zur Seite bedeutet Halt, also kein Wasser. Wenn der Hebel nach vorne zeigt, ist das Strahlrohr auf Vollstrahl eingestellt. Und wenn der Hebel nach hinten gestellt wird, wird der Sprühstrahl benutzt. Jetzt ist alles aufgebaut und die Einsatzkräfte können das Feuer erfolgreich bekämpfen und löschen. Nun heißt es Wassermarsch. Je nachdem, wie groß der Brand ist, können mehrere Stunden vergehen, bis die Einsatzkräfte nach getaner Arbeit wieder ins Auto steigen und nach Hause fahren können. Der Brand ist gelöscht.